immer Werbung. Digga, ich krieg immer Werbung. Bruder, ich muss doch auch verdienen. Ich muss auch verdienen, wenn du subst. Nie wieder Werbung in mein Stream. Hey. Yo. MG13 por vida. Wir fahren ja, mit zwei Autos. Wir müssen uns Autos klauen. Ich weiß schon, wo wir die klauen. Wir müssen in einen eigenen Funk gehen. Hol die Jungs. Ja, dann lass. Stell die Jungs erstmal alle hier auf. Okay. Ist, Bruder, ihr seid die Soldaten, Bruder. Ihr seid die Soldaten. Dann holen wir uns jetzt Geiseln, Bruder. Scheiße. Aber was ist mit dem Geld? Steig ja, aber wollen wir die mit wir fahren jetzt, machen? Wir fahren erstmal eine Waffe. Wir fahren jetzt erstmal alle zum Barber, holen die Waffe dort und dann holen wir uns die Geiseln. Hast du mich verstanden? Mit wem redest du mal jetzt? Mit dir. Solltest du in 30 Sekunden nicht umgezogen sein, stirbst du. Okay, ich sag jetzt. Ich kann irgendwie nicht, weil ich glaube, ich noch meinen Job erledigen muss. Na, ich glaube. Dankeschön. Sag dem anderen, er soll sich beeilen. Schau, ob er richtig angezogen ist. Kann ich was vom Gewinn abhaben? Auf gar keinen Fall. Ich habe heute jeden verdammten Zivi-Job gemacht. Man verdient für alles nur $1. Was ist das hier? Verdienen wir genug und verhältst du dich richtig, kriegst du was ab. Ich danke dir vielmals. Warum hat er den einen freigemacht? Keine Ahnung. Nimmt ihm sein Handy weg und macht ihn sofort wieder Fesseln ran. Ja, scheiß drauf. Jetzt hat er wieder Fesseln. Mitkommen. Rein. Sofort rein. Ich bin mit zwei drinnen jetzt. Ja, mein Bester. Kannst du mir nur kurz die Handschellen abnehmen, damit ich schon mein Geld einlagern kann? Weil es doch schief läuft. Ey, wir nur 2000. Einfach so viele, ganz scheiß viele Geiseln von komm mit. Das war voll verschwindend. 6 Stunden oder? Arbeit. Das ist mir scheißegal. So komm mit. Also das müssen wir so tun, als ob es nur zwei echt. Geiseln, was macht ihr hier? Es gibt nur geht zwei. Geht Geiseln suchen. Ese yo moyo. Da partisano. Oh bella ciao, 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 ciao. Ese yo moyo. Da partisano. Du mi devi seppellin. Also an die Geiseln. Wenn ihr alles richtig macht, dann kommt ihr frei. Und kriegt einen Teil vom Gewinn. Er sagte, du hast 6 Stunden für 2000 gearbeitet. Ich sagte, du kannst jetzt in dieser Stunde mindestens 100.000 machen. Was für eine Stunde, ich bitte dich. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie lange. Ich mach alles, was du willst. In einer Stunde 100.000? Der verkauft sich richtig, ey. Hast du mal die Lage in der jetzigen Zeit gesehen? Er weiß, wie man Geld macht, Loser. Du wirst mir Probleme machen, Jenkins. Ich mach gar nichts, ich will hier nur raus. Mach den Raub, ich mach alles. Jenkins, du willst mir Probleme machen, hä? Mhm. Du willst raus, um etwas zu tun? Mich zu jagen, Jenkins? Ich will raus und meine Geschäfte weitermachen, mehr nicht. Ich hab eine Kawasaki H2 Klo gefunden. Sobald die anderen Geiseln hier sind, ziehen alle Leute von uns die Westen aus. Aber erst, wenn die anderen Geiseln hier sind. Wir sind genau hör auf zu reden, oder? Hör auf zu reden, Hayes, ja, bitte. Ich möchte, dass einer unserer Männer... Nein, Hayes, du gehst runter vom Büro. Es gibt einen zweiten Eingang. Da stellst du dich hin, mit einem anderen Mann von uns. Wisst ihr, wo ich meine? Jungs, ich brauche ein Feedback. Ja, ich stelle mich genau, ihr stellt euch da hin. Gefesselt, als wärt ihr Geiseln. 2 Leute. Der Rest bleibt bei den Geiseln. Außer JD, du hast eine andere Position. Sie sind da. 90. Sprich die Polizei. Einen wunderschönen guten Abend. Naja, wäre Interesse, wenn Sie uns dafür eine Geisel geben würden, wenn Sie welche haben? 60. Waffe in der Hand. Die dient uns zum Eigenschutz, was das angeht. Eigenschutz? Ich bin doch nur ein freundlicher Bürger, der von diesem System genug hat. Wollen wir gleich mal anfangen? Wie ich merke, Sie wollen direkt mit der Verhandlung anfangen. Nein, möchte ich ganz und gar nicht. Ja. Ich würde erstmal damit anfangen, dass die Polizisten, die gerade vor mir stehen, und ich rede nicht von ihrem Backup, die Waffen aus der Hand nehmen. Das werden wir nicht machen. Moment, Moment. Das werden wir nicht machen. Wie gesagt, Sie fordern schon.
Aber warum sollten wir auf ihre Forderungen eingehen? Wir haben weil eventuell die Geiseln, die in meinem Besitz sind, sterben könnten. Okay, natürlich können sie das billig in Kauf nehmen. Oh, super, eine Sperrzone wurde errichtet, obwohl wir gerade noch darüber geredet haben. Ah, okay, also wollen wir jetzt rein theoretisch eine fiktive Geisel da drinnen töten, nur weil sie nicht bereit sind, mit mir ordentlich zu verhandeln? Ja, wird wohl so sein. Also wir möchten schon eine Geisel sehen auf jeden Fall. Um wie viele Geiseln handelt es sich denn? Können Sie uns dann mal welche zeigen? Ja, dann los. Dann los, dann stimmen Sie rein und töten Sie eine fiktive Geisel. Wir wollen ja nicht die Geiseln. Wir wollen ja die Geiseln retten, wenn überhaupt. Und wir wollen ja auch, wenn überhaupt, das hier so konfliktfrei wie möglich lösen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns schon gegenüberstehen und uns entgegenkommen, was das angeht. Also, wenn Sie entgegenkommen möchten, dann fangen wir erstmal damit an, dass Sie die Waffen aus der Hand nehmen. Und sich vorstellen, das sind Tugenden, ja? Die auch Sie beherrschen sollten, obwohl Sie ein Dealer sind. Ein Staatssklave, wie man auch sagt. Leider eine Leber braucht und ich brauche Geld. Ich konnte die arme Kassiererin, die hier in der Bank arbeitet und wahrscheinlich ihren Job verliert, kein Geld abnehmen. Ich habe gesagt, betätige den Alarm. Aber ich nehme dir kein Geld, ich nehme das von den Leuten, die es mir eigentlich schulden, der Staat. Dann hättet ihr mir einen Job gegeben, wäre ich niemals in dieser Position gekommen, einen Raubüberfall tun zu müssen. Also eine Art Robin Hood-Aktion? Robin Hood würde ich nicht sagen, denn ich vertrete immer noch meine eigenen Interessen und mein eigenes Interesse ist es, meinen Sohn zu retten. Und dafür bin ich bereit zu sterben bzw. in den Knast zu gehen. Also bin ich wie ein Gott. Der Herr, darf ich fragen, wie alt Ihr Sohn ist? Mein Sohn ist 7. Na Jungs, wie ist die Lage, oder? Wie darf 7. ich Sie eigentlich nennen? Nennen Sie mich Collins. Collins. Okay, Collins. Die Verhandlung übergeben. Wir haben noch andere Einsätze. Es Leben noch ist. Dann los, verschwinden Sie. Leben in Gefahr. Dann verschwinden Sie. Hier ist kein Leben in Gefahr. Nein, ich möchte nur Geld haben. Okay. Wie viel bieten Sie mir für 4 Geiseln an? Eine nehme ich mit. Die wird mein persönliches Haustier. Es wohnen hier heute welche verteilt. Herr Collins, was war Ihre Forderung? Was wollten Sie? Sie wollten wissen, wie viel eine Geisel bieten wert Sie ist, mir? Als Menschenleben sind unbezahlbar. Die Leber von meinem Sohn kostet 250.000, die ist bezahlbar. Wenn allein die Leber 250.000 kostet, dann muss ein Menschenleben ziemlich viel wert sein. Und wenn das nicht so ist, dann reiße ich die Leber einfach von der Geisel raus. Dortmund führt 2-0, geht in die Halbzeit und denkt, die haben gewonnen. Aber dann kommt Bayern wieder raus und ein Lewandowski haut da 4 Dinger rein. Oder ist das alles nur ein Schauspiel wie Werder Bremens Saison 2019? Für mich klingt das hier eher mehr wie ein Sorgenkreis. Ein Sorgenkreis? Es ist mehr als das, Redfield. Es ist mehr als das. Sie machen sich Sorgen, ich mache mir Sorgen. Also, du willst die Geiseln und ich will Geld. Gib mir... Wie wär's, wenn wir mal mit einer anfangen? Okay, dann hole ich die erste Geisel. Gerne, bitte. Vielleicht essen und trinken vor. Danke, Collins. JD, erste Geisel. Dein Name ist Morty. Geboren 1994. Morty? Ich hätte eigentlich einen eigenen Namen, aber okay. Kommen Sie zur Bank. Nach vorne. Hände hinter dem Rücken. Wie heiße ich? Morty. Komm mit. So. Wie geht es Ihnen? Hallo? Gut. Gut. Sind Sie eine Geisel? Ja. Wie heißen Sie? Redfield, Sie reden nicht mit einem Siebtklässler, Sie reden mit jemandem, dessen Leben in Gefahr ist. Erst mit seiner Frau hier. Und ich muss seine Identität identifizieren können. Wie heißen Sie? Sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Kembo Django. Du hast keine Wahl, Redfield. Gehen Sie wieder rein, Jambo. Wenn ich sterben, Mann. Es bringt nichts, wenn der eine Maske aufhat. Hören Sie mir zu, Redfield. Wenn Sie gewinnen wollen in diesem Punkt, müssen Sie alle gehen lassen. Jede einzelne Person. Und wissen Sie warum? Und wissen Sie warum? Warum? Weil Sie nicht wissen, wer die Geisel ist und wer der Bösewicht ist. Bin ich es? Ist er es? Du richtig, musst. Das haben Sie auch gerade wirklich gesagt. Eine Sekunde, ich möchte bitte einmal. Ich werde 4 Leute gehen lassen, Jungs. Unter diesen 4 Leuten müssen 3 unserer Männer sein und eine Geisel. Wenn ich den Befehl gebe, Kim Pao, kommt ihr nach vorne, steigt in das Auto und fahrt Richtung Tunnelsystem. Im Tunnelsystem müsst ihr euch verstecken. Die Geisel müsst ihr irgendwo auslassen. Sagt währenddessen keine Namen. Macht schon mal Teams. Das Essen kommt gleich. Du hältst deine Fresse. Ihr habt gehört, redet drinnen, nicht im Funk.
Kommen Sie raus? Trauen Sie sich, kommen Sie raus? Die Geisel gehört Ihnen, ich will das Essen haben. Herr Essen Collins. Ist auf dem Weg, die Geisel, kommen Sie zu mir. Kommen Sie rüber zu mir. Ja, ja. Ich hab's dir gesagt, bewegst du dich, bist du ein toter Mann. Hä? Sie haben doch gerade gesagt... Erst wenn das Essen da ist. Oder soll ich Ihnen zeigen, was wir in China 1994 mit Leuten gemacht haben, die sich nicht an ihr Wort gehalten haben? Das war eine der sehen. Geiseln hatte noch vier Trinkies, wer will die haben? Die Geisel, der Herr. Ja, Dame, ja, ja. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Wie heißen Sie? Ich bin Colony Brown. Wie war das Nachname? Lee Brown. Yo. Sind gut, Herr Lee Brown. Ja, yeah, mir geht's gut. Bringen Sie Luft unter der Maske. Ja, ja, passt wohl, alles gut. Okay, wie viele, ja, wie geht's den anderen Geiseln? Zwei Fesseln. Darüber sagst du nix. Ja. Komm zu uns. Lee Brown, wie geht's deinem Kind? Mein Kind? Fuck, Mann. Ich will mein Kind auf jeden Fall morgen wiedersehen, verdammt. Siebte Klasse ist der Wichser doch, oder nicht? Oh, fuck, du hast viel erzählt, Mann, dass er morgen seinen letzten Schultag hat, bis die Sommerferien beginnen. Bro, geh doch nicht so tief, bitte, Mann. Ja, ich will doch einfach nur mein Kind morgen früh wiedersehen. Naja, kommst du hier weg und sagst irgendwelche Informationen, die du nicht sagen solltest, siehst du dein Kind nie wieder. Dann schlitze ich dein Kind von oben bis unten auf und hänge ihn auf, ja? Als Schultüte, als Pinata. Wow, ihr Sohn hat ja wirklich einen wundervollen Vater. Ja, mein Sohn bekommt immer eine gute Nachtgeschichte vorgelesen. Ja. Was denkst du? Wie viel wiegt dein Sohn? 50 Kilo? Okay, wow. Denkst du, wenn ich ihn von oben bis unten aufschlitze und mit Süßigkeiten fülle, dass eine gute Pinata, dann ist eine gute Pinata darstellt? Lass doch bitte meinen Sohn aus. Dann hör auf, dich zu bewegen. Wer ihm was zu sagen. Okay, Jungs, ich will, dass ihr jetzt Folgendes macht. Ey, Jungs, hört ihr mir zu? Ja. Okay, ich will, dass ihr Folgendes macht. Ich will, dass ihr alle Geiseln sammelt. Perfekt, habt ihr schon gemacht. Ihr seid alle gesammelt. Aber geht in den hinteren Raum. Wie viele Geiseln stehen da noch? 4 Geiseln. Hab ich recht? Hab ich recht, Jungs? Okay, perfekt. Das bedeutet, wir werden jetzt alle abhauen. Die Geiseln werden drinnen bleiben. Okay? Ja. Ich werde euch sagen, wie. Kein Problem. Wissen Sie, jeder gute Trainer braucht mal eine kleine Bedenkpause. Im Basketball sagt man dazu Timeout. Brauchen Sie jetzt eine Pause? Wow. Ne, ich brauche keine Pause. Brauchst du eine Pause? Wer ist denn der Trainer von uns? Ich bin der Trainer meiner Mannschaft und du deiner Mannschaft. Nur, dass deine Mannschaft sehr, sehr unkoordiniert ist, dass ich immer alles selber machen muss. Also brauche ich Pause? Nein. Deine Jungs. Also welcher Trainer braucht denn jetzt Pause, wenn sie von der Pause geredet haben? Ich weiß es nicht, sag du es mir. Aber nicht zu viel. Ich brauche nur so viel, um die Leber zu holen. Was, wenn ich dir gerade sage, dass einer von diesen Geiseln gerade zitiert wird da drinnen? Dann würde ich sagen, haben wir ein Problem. 10 Männer haben sie gezählt, habe ich recht? Ja. Wir haben gerade Platz für 6 Leute. Wie viele Leute sind wir? Wie viele Leute sind wir? Wenn 6 Leute gehen, da sind nur noch Geiseln da, habe ich recht? Ich würde schnell checken mit 6. Jungs, bitte hört mir ganz kurz zu. Sind 6 Leute von uns da? Wissen wir nicht genau, wegen Westen. Wie viele Leute sind noch in der Bank? Los, sagen Sie es mir, Redfield. Hey, was macht ihr da? Warum steigen Sie ein? Hallo. Was wird das hier? Hallo. Na los, sagen Sie es mir. Sagen Sie es mir, Redfield. Sagen Sie es mir, was wird das hier? Wie viele Leute sind noch in der Bank? Was haben Sie vor? Redfield, wie viele Leute sind noch in der Bank? Das war kein Teil der Forderung. War das nicht? Jungs, Achtung, das Nagelband. Und genau das ist das Spiel. Wie viele Geiseln haben sie noch? Es sind noch 3 Leute in der Bank. Eine davon ist eine Geisel. Ich will die Geisel sehen jetzt. Du willst die Geisel sehen? Ja. Dann ist meine Forderung. Da drin sind 2 Kriminelle. Ich will die Geisel sehen. Da drinnen sind 2 Kriminelle. Ich will die Geiseln sehen. Warten Sie ganz kurz. Es baut doch alles aufeinander auf. Wie viele Leute waren in der Bank am Anfang? Mit mir? Redfield? Overwatch, wie viele Leute sind in der Bank? 10. 10. Wie viele Leute sind in der Bank? Fragen Sie im Funk nach, wie viele Leute noch in der Bank sind. Sie haben eine Verhaftung. Sind die kriminell? Nein, ich rede nicht von den Kriminellen, die ich als Geisel genommen habe. Ich rede von den Kriminellen, die eine Waffe haben und die Geiseln bedroht haben. Ich opfere diese Leute, denn das sind Söldner. Overwatch soll bestätigen. Ich werde auf die Kawasaki steigen. Ich fahre jetzt los.
Ich werde jetzt gehen. Bevor wir Geisel sehen, machst du gar nichts mehr. Ich werde jetzt gehen. Haben Sie ein Problem? Werden Sie auf mich schießen? Werden Sie auf mich schießen? Sie machen nichts. Werden Sie auf mich schießen? Sagen Sie mir nur, ob Sie schießen werden. Lass ihn fahren, alles. Ihr könnt stürmen. Viel Spaß. Geld hat dick reingeschissen, Jungs.